Hallo und herzlich willkommen zum Quick-Tipp von Bootshunde in dieser Woche. Ja, das große Thema Leinenführigkeit. Ich habe es schon hin und wieder mal mit aufgenommen, das den einen oder anderen Tipp mit eingestreut. Und heute geht es um einen ganz, ganz essentiellen Tipp, der bei vielen Menschen die Leinenführigkeit quasi verhindert. Und dieser Tipp lautet: Verhalte dich mit einem Hund an der Leine so, als wäre keine Leine dran. Nochmal: Verhalte dich mit dem Hund an der Leine genau so, als wäre keine Leine dran. Das ist wichtig. Das ist grundlegend wichtig. Denn wenn ich die Leine zur Kommunikation mit dem Hund verwende, also insbesondere wenn man kleinere Hunde hat, sehe ich das bei Menschen häufiger. Hör auf, da zu schnüffeln und ich ziehe ihn mit. Das braucht nicht viel Gewalt, um einen kleinen Hund von 3 Kilo weit zum Weitergehen zu bewegen. Es reicht schon, wenn ich mit 2 Fingern die Leine anfasse und kurz Druck aufbringe. Wenn ich die Leine nutze, um mit meinem Hund zu kommunizieren, ist das aus Sicht des Hundes offensichtlich die Möglichkeit, wie er mit mir in Kontakt treten kann. Das bedeutet, ich als Mensch ziehe an der Leine, wenn ich den Hund irgendwo hinhaben möchte, weil ich in eine bestimmte Richtung gehen möchte. Warum soll der Hund dann nicht an der Leine ziehen, wenn er in eine bestimmte Richtung mit mir gehen möchte? Warum? Ja, wenn ich es tue, ist es ja offensichtlich die Möglichkeit, die Option, wie wir miteinander kommunizieren, wenn die Leine dran ist. Verhalte ich mich an der Leine so, wie wenn der Hund im Freilauf wäre, dann kann ich ihn nicht einfach ziehen. Ich muss ihn ansprechen, ich muss ihm sagen, komm weiter. Ich muss ihm im Zweifel zu ihm hingehen und ihn weiter mitnehmen, wenn er sich irgendwo festgeschnüffelt hat. Ich muss anders mit ihm kommunizieren, wenn keine Leine dran ist. Und du wirst feststellen, wenn du dich an der Leine so verhältst, als wäre keine Leine dran, wird die Leinenführigkeit leichter werden, weniger problematisch, weil ihr nicht mehr über die Leine kommuniziert, sondern miteinander. Ihr braucht kein Telefon mehr, denn ihr steht ja direkt nebeneinander und könnt miteinander sprechen. Die Leine ist überhaupt nichts Schlimmes. Die Leine ist ein tolles Instrument, um den Hund zu sichern. Und wenn der Hund gerade in die Leine springt, weil er seinen Erzfeind gesehen hat, dann halte ich die natürlich fest, damit er da nicht hinkommt. Aber ich ziehe nicht nach hinten, um ihn dann wieder woanders hinzuhaben, sondern sie ist einfach das, was sie ist, nämlich ein Sicherungsinstrument, um den gesellschaftlichen Konventionen Folge zu leisten, wenn eben Hunde angeleint sein sollen, Naturschutz zu gewährleisten, ja, in Naturschutzgebieten oder in der Brut- und Setzzeit oder wenn der Hund allgemein jagen geht. Die Leine ist dazu da, um den Hund vor Umgebungseinflüssen zu schützen, ja, vor Fahrradfahrern, Autos, was auch immer da so kommen mag. Aber die Leine ist kein Telefon. Die Leine ist eine Leine, die den Hund sichert. Und deine Kommunikation mit dem Hund sollte so stattfinden, als wäre keine Leine dran. Das sehe ich ganz häufig. Ich habe letztens eine Kundin gehabt, die hat, wenn der Hund im Freilauf ist, dann kommuniziert die wunderbar, die ist total eindeutig, die agiert mit Körpersprache, der Hund weiß ganz genau, was gerade zu tun ist. Wenn die Leine dran ist, verlässt sich diese Kundin auf die Leine, oder hat es getan, jetzt wird es nicht mehr so sein, verließ sich auf die Leine, weil die Leine ist ja dran, und hörte vollständig auf, mit dem Hund zu kommunizieren, dem Hund zu sagen, was jetzt ist, dem Hund zu sagen, komm, wir gehen weiter, dem Hund zu sagen, komm in meine Nähe, dem Hund zu sagen, hey, stopp, wir bleiben hier mal kurz einen Moment stehen, sondern sie hat einfach nur, die Leine war ja dran, der Hund konnte ja nicht weg, und der Hund hat gezogen wie ein Karrenpferd. Weil genau das die Kommunikationsmöglichkeit war, die er hatte. Frauchen hat ja auch an der Leine gezogen, wenn sie irgendwo hin wollte. Warum soll der Hund es dann nicht auch tun? Dieses Konzept mit der Leine ist für Hunde erstmal komplett unverständlich. Und was wir draus machen, das lernen unsere Hunde von uns. Ja?
Also achte mal auf dich, achte mal auf deine Körpersprache. Was tust du mit der Leine? Und wie gesagt, bei kleinen Hunden reicht es schon, wenn ganz, ganz minimal Zug da drauf ist. Ja, wenn der Hund 2 oder 4 Kilo wiegt und ich ziehe damit 100 Gramm dran, dann ist das in etwa so, wie wenn mich einer so am Arm mitnimmt. Da gehe ich auch mit. Ja, also. Oder ich muss mich dagegen stemmen und Zug aufbauen, damit ich mich ausbalancieren kann. Es reicht da schon ein kleiner Zug. Und deswegen sind wir bei Hunden, bei kleinen Hunden, fällt es uns noch viel weniger auf. Einen großen Hund von 30, 40 Kilo einmal kurz an der Leine mitzunehmen, das kriegen die meisten mit, dass sie es tun. Aber gerade bei kleinen Hunden, achtet nochmal genau darauf, ist die Leine wirklich nur zur Sicherung da oder kommunizierst du darüber? Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Freue mich, wenn dir meine Videos gefallen. Abonniere gerne meinen Kanal, wenn du mehr davon sehen möchtest. Jeden Samstag kommt ein Quick-Tipp raus. Und wenn du Wünsche hast und Ideen zu Themen, die ich hier in diesen kurzen Videos mal aufnehmen soll, dann schreib mir das gerne in die Kommentare und ich schaue, was ich in den nächsten Videos daraus machen kann. Ich freue mich auf deinen Daumen nach oben. Freue mich, wenn du weiterhin zuschaust und auch wenn du mich unterstützt, damit ich weiterhin werbefrei Blogartikel und Videos für dich schneiden kann. Einige Mitglieder der Bootshunde-Crew unterstützen mich schon ganz tatkräftig auf Steady und dafür danke, danke, ihr seid toll, es ist großartig. Und wenn du ein Teil davon werden möchtest, dann schau mal hier unten in der Videobeschreibung ist natürlich auch der Link zu steady.com dabei, wo du deinen kleinen Beitrag in meine Kaffeekasse leisten kannst. Ich freue mich drauf, von dir zu lesen und zu hören. Mach's gut, liebe Grüße, bis bald.